So, erste Hürde ist geschafft. Schon mal durch dieses kleine Loch. Okay, die habe ich jetzt nachher nochmal aufgesetzt, um das ein bisschen abzudecken nach draußen, aber ist trotzdem sehr klein. Und mal gucken, dass ich nachher wieder rauskomme. Die Sache ist jetzt eine einmalige Sache. Schaut euch mal an, diese dritte sehen eigentlich recht massiv aus. Die Dinger brechen weg. Dazwischen fehlt eine, da oben fehlt eine, da oben drüber sind zwei Stück, was weggebrochen sind. Ja, wie gesagt, ist eine heiße Kiste. Ja, hier haben wir jetzt nochmal einen abgemauerten Eingang. Und hier sieht so aus wie in der anderen Schacht, nur dass der weit weniger schön intakt ist. Die Leitern sind alle ziemlich verrostet. Da liegt die Bunkertür. Ja, das ist jetzt die Überlegung wert, macht man es nicht. Wieder im Haus, melde mich, wenn ich unten wieder angekommen bin. Bis dann. So, erste Etappe ist geschafft. Erste Stufen sind mal runter. Ich bin schon nass geschwitzt. Ja, kommen wir nochmal hoch zurück. Da oben ist dieser gemauerte Durchgang. Das war diese alte gammelige Treppe. Hier haben wir schon die erste Ansaugung von der Luft. Ich denke mal, dass hier unten drunter die Luftreinigung auch steht. Mal gucken, ob wir hier auch wieder. Ja, hier haben wir auch wieder diese Streifchen, diese leuchtenden. So, und da gehen wir jetzt mal noch runter auf diese wackelige Leiter. Ich bewege mich hier so im Spinnengang auf dem Rücken liegend die Treppe runter, um das Gewicht ein bisschen zu verteilen. Das ist mal eine schöne dicke Bunkertür, oder? Kräftiges Teil. Die war anscheinend auch mal mit dem Schloss zu da unten. Die hat auch einer geknackt. Ja, die Schnurren, Endehaken. Und nein, wir sind immer noch nicht unten. Ich hatte es gedacht, fehlt auch ein Stück von der Leiter hier runter. Ach, ein massives Teil. Ja. Da geht's weiter in die nächste Tür. Und die nächste klapprige Treppe. Oh Mann. Das war spannend, aber manchmal bin ich auch wieder froh, wenn ich draußen bin. Das ist hier, das ist so ein Fall zum Beispiel. Wir sind unten. Wenn wir mal unseren Rundgang starten.
meiner linken Seite. Gehen wir nachher hin. Und das ist schon der erste Eingang von vorne. Das sind die Riesentore. Westendstraße, das war hier vorne, die das von der Westendstraße aus vergittert sind und zu sind. Ja, und das ist dann der Notausstieg gewesen. Leider ein bisschen verrottet der Streit. Gehen wir mal hier vorne raus, gucken wir mal. Ja, wir machen heute wieder mal einen Gang komplett durch die ganze Anlage. Dauert also wieder ein bisschen länger. Der ist schon etwas marode. Man sieht es unten am Boden. Da bricht also auch schon der Fels runter. Ist zwar, die Decken sind zwar betoniert hier oben, aber das gibt jetzt doch langsam alles nach und zerfällt. Man hat es also echt in den Treppenstufen gesehen. Die sind also echt im Eimer. Das sind richtige Gusstritte, was weggebrochen sind. Außenbetterung raus. Also es war schon recht mühselig, da überhaupt runterzukommen. Also kein Vergleich zu der anderen Seite da, wo ich schon mal dran war. Okay, mal nach vorne. Also die erste Schleuse. Und die zweite. Warten zahlt sich manchmal aus, dann erledigt sich manches von selber. Da sind schon ganz schöne Klopper, die Türen. So, da hinten waren wir angekommen. Da werden wir nachher sein. Da ist ein kleiner Rundgang. Das hier neben sind die, ich denke mal, das ist das Bataillon, was hier gewesen war. Das sind die zweite Kompanie, dritte Kompanie, vierte Kompanie, erste ist hier raus. Da war aufgeteilt, wo wer zu sein hat. So, dann laufen wir da auf den Notausgang zu. Mal runtergekommen, da hängt auch mein ganzes Gelumpe. Jo. Hier war die Luftreinigungsanlage drin. Das hat man beim Treppenabgang, wo wir runtergekommen sind, hatten wir ja auch schon so mal so ein Rohr gehabt. Auch im Gegensatz zum anderen Bunker, wo wir vorher drin waren, fehlt hier diese Reinigungsanlage, also die ist schon abgebaut. Das ist also eine Anlage gewesen mit Handbetrieb oder auch mit Strom. Und die Luftaustritte. Wasserbehälter oben drüber. Kleines Waschbecken. Und boah, hier regnet es. Ja, das ist festgerost. Doch, geht noch. Eine Pumpe. Da konnte man dann die Brühe von da unten hochpumpen, wie oben in den Tank rein. Und da konnte man sich zumindest mal die Hände waschen. Ein sehr komfortabler Heizkörper.
Wasserperlen, die finde ich immer so klasse. Das kommt meistens dann auf Film und Foto nicht so doll rüber. Also die glitzern hier oben wie Silber an der Decke. Ja. Auch lauter Haken und Metallseile, was eingelassen waren. Ja, die Kupferdiebe waren auch wieder da. Die ganzen Kabel sind weg, abgeschnitten bei den Durchgängen. Da baumelt noch so ein bisschen was davon. Das ist echt alles wieder entfernt. Keine Ahnung, ob das so einen Haufen Geld bringt, aber ja, kann aber auch sein, dass manche halt so abgebrannt sind, dass das auf jeden Cent ankommt. Die Sicherung. Hauptschalter. Die Anlage. Machen wir mal aus. Ja, das ist anscheinend ein älterer Teil, auch noch gemauert hier mit Ziegelstein. Das ist dieser Gang, was ich gesagt habe, dieser kleine Rundgang, wo wir vorhin schon mal von vorne reingeguckt haben. Sieht aus wie so eine alte Kanalisation, die sind auch meistens so wie so ein Ei. Hat sich anscheinend bewährt von echter Besitzung. Da sitzt ja doch einer wie sein Gewicht oben drauf und weg. In bei den Shisha-Rauchern und sich anscheinend auch was zu essen gemacht. Was hat es denn gegeben? Na, Pudenkelis. Na. Ist dann der Gang, wo wir von runter gegangen sind, zum wo vorne der Ausgang da war, beziehungsweise Eingang. Und da in die Richtung ist dieser Notausstieg. Gut, wir gehen da wieder zurück auf den Weg. Recht zugig mit der Wind. Zweite, dritte Kompanie. Erste Kompanie und die vierte haben sie da hinten eingebunkert. So, gehen wir jetzt mal hin. Schauen wir mal, wo die vierte Kompanie gelagert hat. Der Raum sehr, sehr hoch. Heftig. So hoch war er jetzt bei den anderen nicht. Auch überall diese Stahltrossen, diese verrosten, mal so rausgucken. Da geht er oben.
So, das ist der zweite Eingang. Schaut ein bisschen anders da aus. Der hat einen Vorhang hier. Hätte ihn jemand hier reingeschmissen. Aber der ist noch schön kühl. Könnte man jetzt annehmen, den hat jetzt einer ganz frisch reingeschmissen. Das ist aber auch nicht so. Der Farn, der wächst hier. Und zwar in dieser Wasserrinne. Schaut, der ist fest. Geht da unten rein, zieht sich drum sein Wasser und regt sich hier im Licht entgegen. Das ist der nächste Eingang. Blocksteine sind auch wieder wie vorne in der anderen, wo wir damals waren. Für Fledermäuse gedacht, aber immer noch nichts drin. Ende der Fahnenstange. Haben wir nochmal einen letzten Raum. Gucken wir auch nochmal rein.
So, jetzt wieder auf dem Rückweg. Ich nehme euch einfach nochmal mit. Wir gehen ein bisschen schneller. Haben wir jetzt alles gesehen. Ja, irgendwie finde ich ja, den Teil von dieser Bunkeranlage noch irgendwie am interessantesten. Der andere, wo das erste Video von ist. YouTube? Ich weiß jetzt nicht warum, das ist eigentlich so gefühlt, aber ich meine irgendwie hier diese Anlagenteile irgendwie älter, auch in diesen gemauerten und allem. Der Spaziergang hier unten. Das Problem ist jetzt wieder rauszukommen. Wie gesagt, der Aufstieg, der ist halt mega scheiße. Also diese Metallleitern, die sind schon ziemlich verrostet. Und weil diese Gussstufen hochzus in diesen etwas größeren Brunnenring bis oben in den Schacht, die sind ja auch teilweise schon wie abgebrochen oder rausgebrochen dann aus dem Fuß. Und das Hauptproblem ist eigentlich auch der Anstieg. Rein zu uns ging es noch einigermaßen, weil ich konnte mich oben drüber an einem Zaun festhalten, an so einem Eisen. Und das habe ich jetzt von drin raus nicht. Aber ich muss mal gucken, wie ich mich da jetzt dann auch ausgewuchtet bekomme. Und wie gesagt, zwischendrin hat ja auch noch ein Stück Leiter noch mal gefehlt. Da muss ich auch noch mal hochhangeln müssen. So, jetzt sind wir wieder. Mal mit dem Gelumpe wieder. Da war der Ausgang. Jo. War jetzt mal einmal wegdreht das Ding. So, war mal ganz interessant. Dickes Dankeschön übrigens an die Komoot-Userin, die Pünktchen, so weiß wer gemeint ist. Ja, ich hatte es gestern gesehen, sie hatte mir diese Info geschickt und bevor da hier oben wieder einer auf die Idee kommt und das ganze Teil zumauert, habe ich mir heute Morgen mein Gerömpel noch gepackt und bin losgezogen, um jetzt hier diesen Film noch zu drehen. Ja, es war sehr abenteuerlich, also es hat ziemlich Magengrummel gekostet, hier runterzukommen. Ehrlich gesagt habe ich auch jetzt wieder Magengrummel, da oben wieder rauszukommen. Aber es wird hoffentlich gut gehen. Ich habe auch jemand schon Bescheid gesagt, falls irgendwas ist. Spätestens eine Stunde, dass es Alarm gibt. Und ja, wir hoffen auch nicht, dass irgendwas passiert und dass ich auch wieder gut rauskomme. Jo, mal gucken, ob ich zwischendrin ab und zu mal die Kamera rauswühle. Ansonsten sehen wir uns draußen wieder. Bis gleich. Ciao. Hinter mir rieselt der Rost von den hohen Stufen.
zweitschlimmste Part von der Tour auf dem Rückweg. Ist irre, dass hier diese Gussteile abbrechen, oder? Mal hoffen, dass sie alle halten. So, ich packe euch erstmal wieder weg, bis ich dann da oben bin. So, wir sind wieder oben. Boah, der Helm, der hat sich heute schon bezahlt gemacht, ja. Das muss ich hier dauernd, das Hirn rennt. So, mein Geröntgen ist wieder verstaut. Jetzt werden wir hier erstmal wieder abbauen. Und ich glaube, das ist jetzt momentan so der trickigste Part von allem. Habe ich jetzt momentan noch ein bisschen Rekord vor. Gucken, ob ich mich hier oben irgendwo festgehalten bekomme und irgendwie mit den Füßen irgendwie zuerst hier raus. Mal gucken. Hätte ich doch meinen Yoga-Unterricht immer schön teilgenommen. Bis später. Puh, bin raus. Scheiß kleines Loch da. Schnell. So. Ja, war eine spannende Reise. Danke an dich, liebe Mitauftraggeberin, Hinweisgeberin. Ja, und ich packe mich zusammen, mache mich jetzt runter bei das Auto. Guck mal, ob ich mich noch ein bisschen sauber mache, vielleicht noch umziehe und eventuell habe ich noch was anderes noch im Kopf. Mal schauen. Aber das wird sich dann nachher noch entscheiden. Goodie, erstmal. Ciao, bye bye.